Ähnlich ungleich wie die Verhandlungspositionen sind auch die Vertreter, die sich am Donnerstag im türkischen Antalya gegenüber sitzen. Auf der einen Seite der relativ junge Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba. Er ist seit fast genau einem Jahr in diesem Amt. Auf der anderen Seite Sergej Lavrov, der seit 2004 als diplomatischer Haudegen Wladimir Putins die Außenpolitik Russlands mitbestimmt. Die ohnehin nicht großen Hoffnungen in dieses erste Gespräch auf Regierungsebene seit Beginn der Spezialoperation, wie es die Russen nennen, bleiben unerfüllt. Beide Seiten bleiben bei ihren Positionen und wechselseitigen Vorwürfen. Dieses Gespräch war sowohl einfach als auch schwierig. Einfach, weil Minister Lavrov im Wesentlichen seiner traditionellen Erzählung über die Ukraine gefolgt ist. Und schwierig, weil nicht einmal eine diplomatische Lösung für die humanitäre Tragödie gefunden werden konnte. Selbst für Fluchtkorridore müsse Lavrov in Moskau Rücksprache halten, sagt Kuleba nach dem Treffen. Der Russe erklärt in seinem getrennt abgehaltenen Pressestatement, man habe über humanitäre Fragen gesprochen, jedoch nicht über eine Waffenruhe. In der wesentlichen Frage ist man fast noch weiter auseinander. Zwar hat es zuletzt Signale gegeben, um die Gewalt zu beenden, würde die Ukraine seiner Neutralität zustimmen. Langfristig würde aber ein NATO-Beitritt angestrebt. Für Russland inakzeptabel. Moskau fordert, wenn schon nicht einen Vasallenstaat, so doch die Entwaffnung der Ukraine und eine in der Verfassung verankerte Neutralität. Dem Westen wirft Lavrov vor, die Lage durch Waffenlieferungen für längere Zeit zu verschärfen. Wo diese tausenden tragbaren Flugabwehrraketensysteme landen werden, das fragen wir die Kollegen der Europäischen Union. Sind sie daran interessiert, die Ukraine zu einer ständigen Bedrohung für die Russische Föderation zu machen? Die oft nur einige Kilo schweren Boden-Luftraketen würden auch zu einem Risiko für die zivile Luftfahrt und das auch außerhalb der Ukraine, warnt Lavrov. Sein Land strebe weder einen Atomkrieg noch einen Angriff auf die baltischen Staaten an. Lediglich die Donbass-Republiken und die Krim müssten als unabhängig anerkannt werden. Und Russland wolle nie mehr von westlichen Firmen abhängig sein. Offenbar wirken weniger die Sanktionen als die Reaktionen und immerhin sitzt man einander, wenn auch mit großem Abstand, gegenüber.